Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt: Ich habe mein Gesicht verloren. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das so im übertragenen Sinne von sich sagen. Ich habe mein Gesicht verloren, ich habe meine Glaubwürdigkeit verloren. Ich habe mich vielleicht extrem auch blamiert und deshalb mein Gesicht verloren. Oder habe eine große Lüge verzapft und deshalb mein Gesicht verloren. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes ihr Gesicht verloren haben. Vielleicht durch einen schweren Unfall, durch eine Verbrennung, durch ein Unglück. Oder die beim Schönheitschirurgen waren und da ist was schiefgelaufen und das Gesicht ist jetzt wirklich so verunstaltet, dass ihr von euch selbst sagt, mein Gesicht ist nicht mehr mein Gesicht, ich habe es verloren. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und mir darüber erzählen möchtet, 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht bei mir heißt Kim und Kim ist 21 Jahre alt. Hallo Kim. Hallo? Kim schweigt. Hallo? Hallo Kim? Hallo? Hallo. Ja, da bist du. Ja, ich hatte nur Musik im Ich dachte jetzt, du wärst irgendwie verschütt gegangen, aber ich hörte so den Hintergrund, ein Hintergrundgeräusch. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, das Thema heißt, ich habe mein Gesicht verloren. Genau. Und zwar, ich habe mal einen Fehler gemacht. Mhm. Und zwar, ich hatte einmal Sex für Geld. Einmal Sex für Geld. Genau. Mhm. Und ja, in der Hinsicht habe ich wohl mir selber mein Gesicht verloren. Mhm, verstehe, verstehe. Wie ist es damals dazu gekommen? Oder wie lange liegt das, zuerst gefragt, wie lange liegt das zurück? Es ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre her. Ja, und wie ist es dazu gekommen? Also bei mir in der Stadt war ich, in einem Café, habe halt einen Kaffee getrunken und da war der Mann halt. Der war nun auch schon älter als ich. Ja. Der war 28 oder 29. Den kanntest du aber nicht? Nein, kannte ich gar nicht. Und wie seid ihr dann in Kontakt gekommen? Also er hat mich angesprochen, ob ich halt von dort komme. Ja. Und weil er kam aus Hamburg, ich komme aus Salzgitter. Und ja, und dann kam halt das eine zum anderen. Wir sind ganz normal ins Gespräch dann gekommen. Ja. Und dann hat er halt gesagt, dass er mit mir gerne ins Bett wollte. Mhm. Hatte der denn gedacht, dass du eine Prostituierte bist? Oder nein, gar nicht. Nee, gar nicht. Das war so eine Anbaggernummer und er wollte einen One-Night-Stand mit dir machen. Genau. Mhm. Und dann hat er mir halt dafür Geld geboten. Wie viel? 300 Mark woanders. Also ziemlich viel. Ja. Also da warte keine Frau, keine Freundin, nichts. Und ja. Er hat gesagt, ihn reizt das auch irgendwo, denn dass es nicht so professionell ist. Mhm. Also ganz so, spontan. Dann hat er das gesagt, dann hat er Geld geboten. Genau. Was hast denn du da im ersten Moment gedacht? Was ist das für ein Kerl? Ja. So im ersten Moment. Mhm. Ja, was soll man denken, wenn man dann sowas sagt? Ja, man kann ja so empört sein, dass man sagt, pass mal auf, lass mich in Ruhe und tschüss und geht raus. Ja, eigentlich. Eigentlich, ja. Ja, aber der Mann von seiner Art her, hatte der irgendwas, das hat gereizt. Mhm. Ja, und das Geld hat er auch ein bisschen. Bitte? Das Geld hat er auch ein bisschen gereizt. Ja. Wie lange habt ihr dann noch im Café zusammengesessen, bis du dann für dich die Entscheidung getroffen hast, okay, ich mach das? Eine halbe Stunde ungefähr. Mhm. Und diese halbe Stunde, da hast du mit dem geredet und wahrscheinlich in dir gekämpft, oder? Ja, schon ein bisschen, weil ich habe einen Freund und mit dem warst du derzeit ja auch schon zusammen. Ach, das auch noch. Du warst nicht solo in der Zeit. Genau, und eigentlich bin ich ja ziemlich treu. So, und mit meinem Freund habe ich dann halt auch drüber geredet. Ja, Moment, lass uns die Geschichte noch zu Ende erst erzählen. Dann hast du eingewilligt nach einer halben Stunde. Ja. Okay, Sex für Geld. Mhm. Geld für Sex. Und wo seid ihr denn hingegangen? Wir sind dann, also es war nachmittags und abends haben wir uns dann nochmal getroffen. Mhm. Und dann sind wir auf den Parkplatz gefahren und ja, dann ist es halt in seinem Auto passiert. Achso, da war sogar noch eine Zeit dazwischen, wo du dich hättest nochmal umentscheiden können. Es ging nicht nahtlos alles ineinander über. Nee, das nicht. Das heißt, also während dieser Zeit hast du auch nochmal gedacht, okay, ich mache es und dann seid ihr auf den Parkplatz gefahren. Genau. War auch gefährlich irgendwie ein bisschen, ne? Oder? Ja, ein bisschen schon. Mhm, finde ich auch. So, und wie war das dann für dich? Also so, in der Zeit ging es eigentlich, aber danach. Mhm.
Also ich fand das dreckig, so, weißt du? Als die Sache dann vollendet war, als es vorbei war, kam da sofort das schlechte Gewissen, kam sofort das Gefühl, sofort. Dreck, sofort. Ich fühle mich dreckig und fühle mich beschmutzt und so weiter. Ja, ich bin dann nach Hause und habe auch bestimmt eine halbe Stunde, Stunde in der Wanne gelegen. Mhm. Mhm. Ja. Die Kohle hast du aber bekommen von dem Typ? Ja. Ja. Was hast du mit dem Geld gemacht? Was junge Mädels halt in dem Alter so machen mit 18. Na, was machen die damit? Bitte? Was machen die denn damit? Ja, Klamotten kaufen. Klamotten halt kaufen, ja. So, dann hast du aber immerhin den Mut gehabt, was ja auch schon nicht selbstverständlich ist. Du hast es deinem Freund gesagt. Ja, und das Problem war, ich dachte, er trennt sich, weil wir da gar nicht so lange zusammen waren. Mhm. 3 oder 4 Monate waren das. Mhm. Und erst war er ziemlich sauer, ist ja verständlich. Ja. Und er hat mir aber verziehen. Ja, wie viel Zeit war da vergangen, nachdem das passiert war? Wann hast du es ihm gesagt? In den nächsten Tagen schon? Oder? 2 oder 3 Tage später. Ach so. Das war ja für ihn dann auch ein Hammer, ne, dass du das gemacht hast. Wie war denn die spontane Reaktion? Hat er geschrien? War der traurig? Hat er geheult? Oder? Also er ist ja nicht so ein Typ, der anfängt mit Weinen. Aber ich habe das gesagt und ihm liefen sofort die Tränen. Das tut dann weh, ne? Wenn man jemanden lieb hat und man sieht, dass man den so verletzt hat, ist schon schlimm, ne? Schon. So, nun sind einige Jahre vergangen. Wie denkst du heute darüber? Ich würde es nie wieder tun. Niemals wieder? Nie wieder. Du hast gerade gesagt, dadurch habe ich mein Gesicht verloren. Ich mochte mich gar nicht mehr selbst angucken im Spiegel. Genau. Ist das jetzt nach den Jahren, hat sich das so ein bisschen verarbeitet und du sagst, okay, war eine Jugendsünde? Oder ist das Gewissen irgendwie, oder das schlechte Gefühl dir selbst gegenüber immer noch ziemlich krass? Also das schlechte Gewissen ist immer noch irgendwo da. Mhm. Mhm. Das schon. Bist du mit dem Freund noch zusammen von damals? Ja. Ja. Hat das aber eine gute, ist das eine solide Liebe geworden? Ja. Nicht erschüttert worden durch den Vorfall? Nee, zum Glück. Aber wie verrückt, ne? Wie einen der Teufel so reiten kann, ne? Dass man sich dann auf solche Sachen einlässt und die man im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so rekonstruieren kann und weiß genau, was ist da in mir vorgegangen? Naja, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein treuer Mensch. Mhm. Und ich kann mir gar nicht erklären, wieso ich es überhaupt gemacht habe. Mhm. Vor allem, ich kannte den Mann ja nicht mehr, ja, war ja wildfremd. Ja, eben. Ich kann mir das irgendwie selber gar nicht erklären. Mhm. Aber wichtig ist ja, dass du daraus gelernt hast und sagst, ich mache das niemals wieder. Mhm. Und ich finde toll, dass du den Mut gehabt hast, das deinem Freund sofort zu sagen. Du hättest es ja auch nicht sagen müssen, es wäre wahrscheinlich nie rausgekommen. Mhm. Aber so konntest du dann besser in die Beziehung gehen und hattest eine ehrliche Grundlage, ne, für euch beide. Genau. Ja, Kim, ich hoffe auch, dass es nicht nochmal passiert. Ja, ich auch. Und schöne Grüße und alles Liebe dir und deinem Freund. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ich lese gerade, dass wir am Anfang ein Tonproblem hatten. Lese ich hier. Da sage ich ganz einfach noch, falls ihr am Anfang nicht gehört habt, um was es heute hier bei uns geht. Das Thema heißt, ich habe mein Gesicht verloren. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das so im übertragenen Sinne sagen, so wie das Kim gerade gesagt hat. Ich habe etwas Schlimmes getan oder ich habe vielleicht meine Glaubwürdigkeit verloren, anderen gegenüber, mir gegenüber. Ich schäme mich für etwas sehr, sehr, sehr und habe deshalb mein Gesicht verloren. Oder ich möchte gerne auch mit Menschen sprechen, die das direkt im direkten Sinne von sich sagen, die vielleicht ein schweres Unglück hinter sich haben, einen schweren Unfall und das Gesicht ist so entstellt, dass sie sagen, das Gesicht ist verloren, das ist nicht mehr mein Gesicht. Oder vielleicht habt ihr eine Schönheitsoperation an euch durchführen lassen, die völlig missglückt ist und ihr sagt auch, das ist nicht mehr mein Gesicht, ich habe mein Gesicht verloren. Also nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Weiter geht's mit Daniela und Daniela ist 41 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Was ist bei dir passiert? Ich habe von Kind an eigentlich eine ganz schlimme Zahnarztphobie. Ja. Und kriege das Problem einfach nicht in den Griff. Und ja, macht mich halt völlig krank. Ne? Und erstmal körperlich krank auf Dauer wahrscheinlich. Zahnarztphobie heißt, wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Ich war immer mal zwischendurch, wenn es also vom Schmerzzustand nicht mehr auszuhalten war, da ich halt einen Zahn entfernt bekommen habe. Mhm. Ich war auch, bin jetzt in eine neue Stadt gezogen und habe gedacht, so jetzt neue Stadt, neuer Anfang, ne, mach's mal wieder einen Versuch und dann war ich auch einmal, aber irgendwie klappt's nicht. Ne?
wenn du den Zustand deines Gebisses, deines Mundes beschreiben solltest, wie sieht es aus? Ruinös. Ruinös und du bist auch noch kräftig am Paffen dabei, so höre ich gerade. Ja, ja. Also da fault es, da ist es gelb und da stinkt es wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht, stinken kann ich selber ja nicht beurteilen. Nee, aber sagen vielleicht andere dir, ja, oder? Ja, aber er hat noch keiner gesagt, mein Freund auch nicht. Du hast einen Freund. Ja, ja. Küsst er dich? Ich bin so, ja. Ja? Mhm. Ich bin so eigentlich ziemlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, aber ich bin schon nicht hässlich, ich bin schon attraktiv, sagt man. Ja. Ne? Mhm. Und das macht natürlich alles kaputt, ne? Deshalb auch, ich habe mein Gesicht verloren. Und ja, Gesicht, weil ich traue mich ja auch nicht mehr zu lachen. Mhm. Mhm. Ne, weil, ich kenne so Leute, die Zahnarztphobien haben, die kriegen, wenn man mit denen spricht, die Lippen gar nicht hochgezogen. Ja, genau. Ne? Die verstecken das immer alles. Die ganze Mimik verändert sich. Ja, ja. Auch das selbstbewusste Auftreten und alles, ne? Ja. Gerade Fremden gegenüber. Aber gab es denn überhaupt schon mal selbstbewusstes Auftreten, wenn du sagst, ich habe das eigentlich mein Leben lang? Ja, ich bin eigentlich schon selbstbewusst. Ne? Ich meine, ich muss sagen, ich habe auch Depressionen, aber bin durch dass ich das jahrelang habe, geschult damit umzugehen, auch dazu zu stehen, wie ich bin. Mhm. Nur hat es ja nicht nur eine ästhetische Folge, wenn man nicht zum Zahnarzt geht, sondern eben auch eine schlimme, schwere körperliche. Ja, ich bringe mich selber um. Ist so. Ja. Erstmal durch die Schmerztabletten, logischerweise. Ja. Und es können Herzentzündungen, es können Rheuma, es können die schlimmsten Dinge können. Weiß ich alles. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich es in den Griff kriegen soll. Mein Traum wäre echt irgendwo, mich hinzulegen, 12 Stunden zu schlafen und wach zu werden und alles ist. Aber das gibt es doch alles. Es gibt doch heutzutage Zahnärzte, die... Kann aber kein Mensch mehr bezahlen. Ja, das kommt schon dazu. Ja. Die unter Vollnarkose ja schon machen. Ne? Vollnarkose wäre ja nicht das Problem, aber auch die komplette Sanierung. Ist, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufbringen soll. Das Nimmst du permanent Schmerztabletten? Nee, nicht immer. Aber ich habe in meinem Leben schon verdammt viele Schmerztabletten genommen. Ne? Also der Rekord lag einmal bei 100 Stück in einer Woche. Ach du lieber Gott. Ja. Ach, da hatte ich einen entzündeten Weisheitszahn. Letztendlich kann man natürlich auch daran sterben, ne? Weiß ich. Ja. Und auch nicht nur langfristig, sondern relativ schnell auch. Ja. Wenn irgendwas ins Blut kommt und so weiter. Ich habe gerade gefragt, wie ist das mit dem Mundgeruch? Ich gehe mal davon aus, dass der Mundgeruch grauenhaft ist. Du sagst, ich kann das nicht selbst merken. Aber man merkt es ja doch, wenn man so die Hand vor dem Mund hält und so atmet, so, dann kann man das ja selbst riechen, ob man einen Mundgeruch hat. Mhm. Oder aber merkst du das gar nicht mehr? Merke ich nicht so. Wahrscheinlich auch, weil ich rauche nicht, ne? Du hast einen Freund, sagst du, einen Mann. Ja. Wie lange bist du mit dem zusammen? Anderthalb Jahre. Und stört den das nicht wahnsinnig? Er hat noch nie was gesagt. Ich würde wahnsinnig, wenn ich mit so einem Menschen zusammen wäre. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich würde auch wahnsinnig werden. Ne? Vor allem, mein Blick ist ja auch bei anderen Leuten schon völlig fixiert auf den Mund. Ne? Ja, ja. Es ist wirklich fatal. Du wirkst in der Tat wie eine sehr, sehr patente, nette, sehr selbstbewusste Frau. Ja. Und wenn du sagst, ich habe mein Gesicht ist völlig, völlig deformiert letztendlich. Das macht mich völlig fertig. Mhm. Ich habe auch Albträume, dass mir die Zähne ausfallen. Mhm. Also das ist fürchterlich. Putzt du denn wenigstens die Zähne ein bisschen? Ja, natürlich putze ich die. Das schon, also das lässt du nicht so ganz brach liegen. Mhm. Mhm. Du bist 41 Jahre alt. Ja. Das Ganze geht, du sagst im Prinzip schon seit immer. Ja. Und ist natürlich, je älter man wird, desto schlimmer wird es, weil die Zähne natürlich anfälliger werden und so weiter. Richtig, genau. Wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich irgendwann einen Löffel abgeben. Ist ja eine schreckliche Aussage, wenn man, wenn man das selbst in der Hand hat und zu sagen, was macht denn die Angst aus, zum Zahnarzt zu gehen? Was die ausmacht, ich kann das noch niemals beschreiben. Das ist ja das Problem. Normalerweise versuche ich immer alles logisch zu ergründen. Ja. So, und ich gehe da hin und sag mir, Daniela, jetzt sei vernünftig und bin halt nicht völlig verblödet, setz mich in den Stuhl, krieg das Lätzchen um und das war dann. Und dann ist die Panik da. Die trauen sich teilweise wirklich nicht, mich anzufassen, ne? Ja. Weil sie echt Angst haben, dass ich da völlig, ich hab mich da nicht mehr, ich zitter am ganzen Leib. Ich bin am Weinen, mein Blutdruck möchte ich gar nicht messen dann und meine Pulsfrequenz, also es ist wirklich richtig heftig, ne? Also es ist eine richtige Phobie, die man letztendlich gar nicht, es gibt ja allerlei Phobien, die man gar nicht richtig erklären kann. Ich hab auch schon mit Beruhigungstabletten probiert. Ne? Ja. Ich schlafe dann halb im Wartezimmer ein. Im Prinzip müsstest du das von zwei Enden angehen, das Problem. Einmal müsstest du es seelisch ergründen, woran das liegt, warum ist diese Phobie so ausgeprägt, dass du deine Gesundheit und sogar dein Leben aufs Spiel setzt. Mhm.
So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich bin jetzt krankenkassentechnisch nicht so informiert. Wenn das so krass ist, wie du es gerade beschrieben hast, gibt es da nicht Möglichkeiten, dass die Krankenkassen das übernehmen, wenn du mit, ehrlich, hast du dich erkundigt schon? Ja, ja, klar. Ja. Weil das wäre natürlich ideal, dann würde ich mich in eine Zahnklinik legen, ja, wo ich auch nicht abhauen kann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, und die mich fast jeden, sagen wir, 3 Tage hintereinander in Narkose legen und dann ist erstmal wieder gut. Na, dann hat man wieder einen vernünftigen Grundstock, worauf man aufbauen könnte. Ne? So, nun weiß ich natürlich, dass du nicht der Einzige bist mit Zahnarzt, mit deiner Zahn. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das haben und weiß auch, dass es ganze Netzwerke von Selbsthilfegruppen gibt. Ich werde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Du sprichst jetzt gleich mit meiner Psychologin, mit der Elke. Einmal sowieso, was den einen Vorschlag anbelangt, den ich gerade gemacht habe, wie könntest du das seelisch in den Griff bekommen und zu ergründen, woher rührt es? Und zum anderen werden wir dir mal noch ein paar Telefonnummern geben von auch ähnlich betroffenen Menschen. Vielleicht gibt es da neue Informationen, dass es doch irgendwelche Tricks gibt, wie man das finanzieren kann. Das wäre eine Idee. Damit du nicht krank wirst. Ach, ich bin ja krank. Ja, damit du nicht noch kränker wirst. Ne? Mann, was machst denn du vom Beruf? Ich bin kaufmännisch angestellt. Ich bin aber jetzt schon monatelang krank geschrieben wegen Depressionen. Ja, das hängt wahrscheinlich auch alles zusammen. Kann das sein? Ja, sag mal so, es ist auf jeden Fall nicht zuträglich. Mhm. Ne? Haben die Leute auf der Arbeit früher Bemerkungen gemacht? Nee. 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 Da traut sich bei mir auch eigentlich keiner. Weil du so ein giftiger Zahn sein kannst, wenn du... Nein, ich kann ziemlich direkt werden. Ja. Aber das ist natürlich heutzutage auch ein Problem, denn die Arbeitgeber achten natürlich auch immer mehr, viel mehr als früher, glaube ich, auch auf gepflegte Zähne, ne? Ja, Mitarbeiter. Ja, und ich werde da aufhören auf Dauer, weil wir da halt, ich hatte da auch Probleme mit Mobbing, aber das ist halt ein ganz anderes Thema jetzt. Mhm. Und ich werde also auf Dauer da aufhören und ich wie soll ich in ein Bewerbungsgespräch gehen? Ist mir klar. Mhm. Ja. Mhm. Und dein Freund küsst dich wirklich? Ja. Ja. Ist dir das nicht selbst dann in dem Moment peinlich, wenn der dich küsst? Ja, ne? Doch. Wäre mir auch. Mhm. Ist mir. Ja. Mhm. Also, ich finde, es muss aber jetzt hammermäßig was passieren, Daniela. Ja, wär nicht schlecht. Du bist so eine resolute Frau, Mensch. Dann nimm doch dein eigenes Schicksal auch resolut in die Hand. Das ist nicht so einfach. Weiß ich. Da einfach die Kraft zu, ne? Ja, aber du hast noch sehr viel Kraft, habe ich gesagt. Nee, glaube ich nicht. Nee? Mhm. Im Moment nicht, echt nicht. Mhm. So, jetzt werden wir in dem kleinen Rahmen, was wir machen können, versuchen, dir zu helfen. Ja. Das heißt, du legst auf, meine Psychologin Elko ruft dich an und dann gucken wir weiter. Okay, aber ich danke, war schön mit dir zu sprechen. Ja, das gebe ich zurück. Ja? Alles Liebe und alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde, Hinweis auf übermorgen. Übermorgen ist Promi-Tag bei uns wieder angesagt. Übermorgen ist mein prominenter Gast Stefan Raab, WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr. Und ihr könnt anrufen und ihr könnt auch mit Stefan Raab sprechen und euch mit ihm unterhalten. Wenn ihr das gerne machen wollt, dann mailt doch heute schon unter domian@wdr.de und dringende Bitte, schreibt eure Telefonnummer drauf, sonst können wir euch ja nicht zurückrufen. Wir haben schon so viele Mails und viele Leute vergessen immer ihre Telefonnummer drauf zu schreiben. Also, wenn ihr mit Stefan sprechen wollt, kurzes Mail an domian@wdr.de und die Telefonnummer nicht vergessen. Jetzt bin ich verbunden mit Marie und Marie ist 24 Jahre alt. Hallo Marie. Hallo. Hallo. Ich habe mein Gesicht verloren. Ja. Das trifft bei dir zu. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinne? Also für mich persönlich im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist geschehen? Ich war so circa 5 Jahre alt. Mhm. Und es war so, dass damals mein Vater, der hat gerade gebadet. Mhm. Und es ist ja klar, ein Kind von 5 Jahren hat auch Flausen im Kopf. Mhm. Und dann habe ich halt immer meinen Vater geärgert, womit oder wie, weiß ich nicht mehr. Und ich habe halt irgendwann nicht mehr gemerkt, wann es von Spaß auf Ernst überging. Ja. Und dann fing er halt an zu sagen, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann komme ich raus und pupse ich dir ins Gesicht. Naja, mein Gott, also ich habe gelacht und habe das auch dann nicht... Was? Dann pupst ich dir ins Gesicht? Ja. Mhm. Ja. Naja, und irgendwann stieg er dann halt aus der Badewanne, nackt, und warf mich zu Boden und setzte sich auf mein Gesicht und tat es dann auch. Wie setzt... Du warst ein 5-jähriges Mädchen. Ja. Der setzte sich auf dein Gesicht mit seinem nackten Hintern? Ja. Und pupste dir ins Gesicht?
Ja. Und dann? Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich Scham und Demut empfunden habe. Mhm. Also ich habe mich geekelt. Mhm. Ich habe meine Mutter war halt dabei und die hat sich halt kaputt gelacht und ich habe halt gesagt, Mama, ich will baden. Ach, die war auch so dabei, die Mutter? Ja. Hat er sich so auf dein Gesicht gesetzt, dass es dir auch wehgetan hat? Körperlich wehgetan, meine ich? Oder war es ausschließlich die Demütigung und... Ich kann mich nicht genau erinnern, Domian. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie heftig das war oder wie präzise. Mhm. An den Vorfall kann ich mich erinnern, als sei es wie gestern. Aber diese Bruchteilen von Sekunden, die sind weg. Dann hatte er das getan und irgendwann hat er sich wieder aufgerichtet. Und wie ging das dann weiter? Deine Mutter hat gelacht, so sehe ich gerade die Szene vor mir. Ja. Der nackte Mann stieg wieder in die Badewanne? Nee, er hat sich dann abgetrocknet. Und du lagst da auf der Erde? Ja, ich habe mich dann aufgerappelt. Hast geweint? Ich war erschrocken erstmal, ich habe gar nichts gemacht. Also ich bin ja halt erstmal zum Spiegel gerannt. Mhm. Und ich habe halt relativ helle Haare. Mhm. Und dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich die Stelle sehen konnte, wo es passiert ist. Also ich sag's jetzt nochmal, der hat dir wirklich ins Gesicht gefurzt, um es mal vulgär auszudrücken. Ja. Mhm. Dann bist du zum Spiegel gegangen. Ja. Ja. Und wie gesagt, also ich habe mir das dann halt angeguckt und ich meinte dann etwas sehen zu können. Mhm. Ich sagte dann zu meiner Mutter, ich möchte mich waschen, ich möchte mir die Haare waschen. Mhm. Und sie kam dann zum Spiegel, guckte und sagte, ach Quatsch, da ist nichts. Und damit war das für sie erledigt. Und fand das immer noch lustig? Ja. Und er auch? Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie er danach reagiert hat. Und somit war der Vorfall dann beendet im Badezimmer? Ja. Ist etwas Ähnliches normal passiert später? Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass bei uns in der Familie Gewalt und Demut, ja. Also ähnlich, ja okay, warte, stopp. So ist es nicht. Also das kann man vielleicht dazu zählen. Es gab schon immer wieder mal Gewalt in der Familie? Ja. Auch von Seiten des Vaters, auch an dir? Ja, an allen. An allen, dass, an allen. Dass ihr geschlagen wurdet und so weiter. Ist die Mutter auch geschlagen worden? Ja. Ja. Also Mutter hat auch uns geschlagen und sie wurde auch geschlagen. Mhm. Und. Aber dieses Ereignis ist dir besonders, besonders klar in Erinnerung? Ja. Obwohl du erst 5 Jahre alt warst. Aber 5 Jahre ist schon ein gutes Alter. Ich kann mich auch an Sachen erinnern im 5. Lebensjahr. Also das hat man in Erinnerung, das vergisst man nicht. Wenn es also ich kann mich auch so an sonst nichts erinnern, ne? Mhm. Also an Geburtstage oder so, gar nichts. Also jetzt spezifisch an sowas kann ich mich erinnern. Was ja wirklich wahnsinnig ist, es zeigt ja auch, wie hochsensibel eben schon ein 5-jähriges Kind ist, dass ein 5-jähriges Kind dieses als eine unglaubliche Demütigung aufgefasst hat, ne? So war es, ne? Ja, mir fällt gerade noch was anderes rein. Das ist vorher passiert. Da war ich noch etwas jünger. Ich hatte mir den Hintern verbrüht mit heißem kochendem Wasser. Mhm. Was an sich erstmal nichts Schlimmes ist. So ein Unfall kann jederzeit passieren. Ja. Ja, und meine Eltern haben mich nie zum Arzt gebracht. Mhm. Ich habe 3 Wochen lang irgendwelche Cremes aufgeschmiert bekommen. Dann also meine Unterwäsche musste jedes Mal, wenn ich auf die Toilette wollte, von mir vom Leib geschnitten werden, weil das sich mit dem Eiter verbunden hat. Und nachts, wenn ich geschlafen habe, haben sie mich dann am Bett fixiert, dass sie die Blasen mit einer Nadel aufplatzen. Also sag ich mal, dass das alles andere als ein gutes Elternhaus war, in dem du aufgewachsen bist. Bist du deiner Volljährigkeit dort geblieben? Nein. Ich bin mit 9 Jahren ins Kinderheim gekommen. Mit 9 Jahren? Mhm. Heute bist du 24? Mhm. Hast du Kontakt? Ne? Nein. Gar nichts? Nein. Mhm. Auch nicht zur Mutter? Nein. Zu den Geschwistern? Also ich habe insgesamt 3 Geschwister. Ich bin die Älteste. Mhm. Die beiden Jüngsten sind irgendwann Anfang der 90er zu Pflegeeltern, Adoptiveltern gegeben worden. Die habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen und gehört. Mhm. Aber da bin ich per Rechtsanwalt momentan da machen. Achso, also das Bedürfnis, die Geschwister kennenzulernen, ist schon da oder einen Kontakt zu haben, das ist schon da? Ja. Gibt es ein Bedürfnis, die Eltern
zu kontaktieren oder möchtest du gar nichts mit denen zu tun haben? Ich sag mal so, ich lasse die Finger davon, weil das einzige Bedürfnis, das ich für meine Eltern habe, ist lediglich zu fragen, warum. Mhm. Also warum das alles? Mhm. Und ich weiß, ich würde aber nie da... Mhm. Also Menschen, die so etwas tun, bin ich jetzt inzwischen einfach der Meinung, die können einfach keine... ja, kein Argument liefern, dass das rechtfertigt. Mm. Warum sollte ich dann also fragen? Mm. Ist so ein Gefühl, ist noch so ein großes Gefühl da, dass du sagst, ich hasse die, oder ich hasse den, meinen Vater, ich hasse meine Eltern? Nein. Das nicht? Also das sind sie mir einfach nicht mehr wert. Mm. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie sage, die sind minderwertig in meinen Augen. Mm. Ich habe einen viel größeren Abstand gewonnen, was vielleicht für die viel schlimmer ist, dass ich sogar sage, den Stück Würde, den ihr als Menschen für euch beansprucht, den ihr mir nie gegeben habt, den spreche ich euch zu. Mhm. Und mehr nicht. Mhm. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht gut oder einfach oder vielleicht gar nicht zu beantworten, aber ich frage es trotzdem. Diesen schlimmen Vorfall, den du geschildert hast, gerade. Der Vater setzt sich mit dem nackten Hintern auf das Kind. Was hat das für eine Spätfolge für dich bis heute? Für eine Spätauswirkung? Der Stimme. Bitte? Schlimm. Schlimm. Mhm. Ja. Also, ich bin einfach nicht in der Lage, Menschen an mich ranzulassen. Mhm. Ich füge mir selber Schmerzen zu. Mhm. Ich isoliere mich. Ja. Und ich gehe aber schon seit vielen Jahren in Therapie. Ach so. So ist es nicht, aber... Aber dennoch sind das eben die Folgen und die Folgen von den schlimmen Verletzungen, die man dir seelisch zugefügt hat. Ja, also meine Therapeutin hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie hatte mir mal gesagt, dass bei mir der Urinstinkt an Menschen verloren gegangen ist. Also dieses Urvertrauen. Ja, also was weiß ich, wenn jemand zum Beispiel sich im Wald verirrt und sieht irgendwo einen Menschen, da wird man ja hinrennen. Mhm. Ja, da ist ein Mensch, der hilft mir. Ich würde genau in die Entgegenstellung richten. Mhm. Ja, definitiv. Du hast gerade gesagt, es gab viel Gewalt in der Familie. Gab es auch sexuelle Gewalt? Ja, allerdings nicht von meinen Eltern. Mhm. Mein Vater, meiner Mutter gegenüber, ja. Ja, aber dir gegenüber nicht? Nein, kein von uns. Nein. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also... ich möchte jetzt nicht den Mund zu voll nehmen. Aber was deine Person anbelangt, sagst du, er hat sich nicht an mir auch noch vergriffen. Nicht er, nein, nicht er. Aber jemand anders? Ja. Aus dem Umfeld der Familie? Ja. Hm. Wer war das? Mein Cousin. Hm. Mein Gott, Maria, da hast du aber wirklich eingesteckt. Da hast du eingesteckt, aus der schlimmen Familie kommend und dann auch noch einen sexuellen Missbrauch. Wie oft ist das passiert? Der sexuelle Missbrauch? Ja. Wie oft kann ich dir nicht sagen? Es kann 5-mal oder 50-mal gewesen sein. Ich habe da einfach einen Filmriss. Ich kann nur sagen, wer es war, wo es passiert ist, wie es passiert ist. Und das war eben auch in dem jungen Alter? Ja, halt bis ich ins Heim kam. Bis zum 9. Lebensjahr. Ja. Mhm. Ich kann dir wirklich nicht sagen, ob es innerhalb von einem Jahr stattgefunden hat oder in 4 Jahren. Weiß ich nicht mehr. Wie lebst du heute? Lebst du alleine oder mit einem? Ja, nein, alleine. Hast du einen Beruf? Nein. Hm. Hast du was gelernt? Nein. Ich, und das ist ja das, was mich so fertig macht. Also noch nicht mal so sehr die Vergangenheit, sondern die Tatsache, dass diese ganzen alten Sachen, sag ich jetzt mal, mich so fertig machen, dass ich trotz meiner relativ, ja, klingt vielleicht blöd, aber ich bin nicht doof. Mhm. Ich bin nicht völlig bescheuert. Also ich war schon auf dem Gymnasium, so ist es nicht, aber ich komme einfach mit dem inneren Druck nicht klar. Verstehe. Und kann somit mich auch nicht. Das heißt, das muss erst von der Seite alles irgendwie in den Griff bekommen werden, von der seelischen Seite, um damit du in deine Realität, in die Zukunft gehen kannst. Ja. Also wenigstens in die Gegenwart. Mhm. Das wäre ja schon mein kleinster Wunsch. So. Du hast gerade gesagt, du bist in therapeutischer Versorgung. Oder kann ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja. Wenn du es gerne möchtest, selbstverständlich sehr gerne. Ja. Also ich kann halt
Ich habe meinem Therapeuten das nicht erzählt, sondern meiner ersten Therapeutin. Mhm. Und unter der Prämisse, ich habe auch gesagt, ich werde dir jetzt was erzählen. Mhm. Ich möchte weiter nicht darüber reden. Mhm. Viele Jahre erstmal nicht, aber es muss raus. Ja. Und da, also gesagt habe ich schon einmal jemanden, aber darüber gesprochen, nein. Ja, das heißt, das war jetzt auch für dich was ganz Besonderes, hier angerufen zu haben und das mir zu erzählen. Ja. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich danke, dass du so gute Arbeit leistest. Ja, danke für das Kompliment. Jetzt legst du auf und die Elke ruft dich gleich an, meine Psychologin. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen, wirklich. Wirklich. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. So, 0800, ihr Lieben. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer. Oder meldet mir unter domien@wdr.de. Und hier ist Steffen und Steffen ist 19. Stimmt das? Ja, hallo ja. Domian. Hallo Steffen. Ich habe vor 3 Monaten, ich muss sagen, ich bin schwul. Mhm. Und habe vor 3 Monaten für eine Promotion-Aktion für meinen Freund gearbeitet. Für deinen Freund? Ja, ja. Mhm. Der hat eine Schwulenbar in Hannover und ja. Da bin ich in einem Frauenkleid rumgelaufen. Mhm. Wurde dann erkannt von einem Feuerwehrkameraden. Was, von einem Feuerwehrkameraden? Ja, ich bin in der Feuerwehr. In der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Mhm. Und wurde von einem Feuerwehrkameraden erkannt und seitdem werde ich nicht mehr beachtet. Ich denke mal, der ganze Ort weiß es schon. Ja. Das ist für mich ziemlich hart und ich habe auch meinem Freund gesagt, halte dich da raus. Er unterstützt mich in Ich muss gleich jetzt mal was zwischendurch sagen. Das macht mich richtig wütend, was du da gerade erzählst. Da finde ich nicht, dass du dein Gesicht verloren hast, sondern dass diese Feuerwehrhanseln da, deine Freunde, dass die ihr Gesicht verlieren. Wenn man sich einem Menschen gegenüber so verhält, aufgrund dessen, was sie da gesehen haben. Finde ich. Ja, in der Feuerwehr ist es halt so, dass Männer eine Frau haben und Frauen werden auch nicht akzeptiert in der Feuerwehr. Also Frauen sind out, Schwule sind out, es ist halt so. Mhm. Jetzt habe ich eine Bitte noch an dich, Steffen. Mach doch mal bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ich habe immer so einen kleinen Doppler auf dem Kopfhörer. Okay. Mhm. Er hat dich gesehen? Hat er da spontan was gesagt? Ja, er hat gesagt, ey, du Schwuchtel, du bist ja so eklig. Ehrlich? Das hat er sofort so klar dir ins Gesicht gesagt? Ja, das hat er mir gesagt. Obwohl ihr Kumpels eigentlich seid, Feuerwehrkumpels. Wir sind Feuerwehrkameraden. Ja, Kumpels würde ich jetzt nicht sagen. Na gut, Kameraden. Ja, aber du kennst den schon ganz gut und ihr habt schon viel miteinander gemacht. Ja. Und dann sagt er das so in dir ins Gesicht hinein. Ja, aber er ist halt einer, der ziemlich, ja, wie soll ich sagen, einfach aufnüffig ist. Aufnüffig. Anderen gegenüber. Hast du dich... Ja? Daraufhin bin ich dann gleich zu, also bin ich dann zu Feuerwehrgeld gegangen. Das wollte ich gerade fragen. Mhm. Das ist jetzt eine Organisation für schwule Feuerwehrleute. Mhm. Und da kenne ich auch schon einige Leute. Mhm. Ich habe mich da mal erkundigt und es war schon mal in unserem Ort, der sich als schwul geoutet hat, wurde dann aus der Feuerwehr rausgeekelt und ist dann in eine andere Feuerwehr gegangen, wo er akzeptiert worden ist. Mhm. Und ich habe jetzt einfach Angst, dass ich einfach nicht mehr mit meinem Leben klarkomme. Du wohnst, damit wir das nicht durcheinander bringen, du hast diese Werbung für eine Kneipe in Hannover gemacht. Du wohnst aber nicht in Hannover. Nein, nein. Du wohnst irgendwo auf dem kleinen Ort. In der Provinz. Ja. Ist denn jetzt irgendwie in dem Dorf oder in dem Ort, wo du wohnst, danach schon was anderes noch an dich herangetragen worden? Hat dich jemand anders auch blöd angesprochen? In der Feuerwehr ist es so, dass man mich gar nicht mehr richtig beachtet. Aber du warst dann schon seitdem wieder bei einem Treffen oder in der Gruppe drin? Ja, ja. Das schon, ne? Man beachtet mich halt nicht mehr. Du merkst, dass du einfach geschnitten wirst? Ja. Ja. Das merkt man hundertprozentig. Ja. Und andere Leute im Dorf, haben die irgendwie sich schon geäußert, oder? Ich muss sagen, ich laufe sehr heteromäßig rum. Ja. Also ich tucke nicht rum, ja. Ich meine, das ist nicht auch nicht meine Art. Nee, das war ja nur ein Gag, so habe ich es auch verstanden, für die Promotion-Geschichte. Das war jetzt mehr so Arbeit für meinen Freund und ich habe es gerne getan, das war mal ganz lustig. Was sagen denn deine Eltern? Die leben ja vermutlich auch da in dem Ort. Meine Mutter weiß es. Ja. Mein Vater weiß es nicht. Ja. Wo leben die noch zusammen, die Eltern? Ja, ja. Ja. Aber dann weiß er es doch jetzt spätestens, nachdem die Feuerwehr das weiß bei euch im Ort. Mein Vater ist auch in der Feuerwehr. Ja, dann weiß das doch. Ich weiß es nicht, ob er es weiß. Mhm.
Er hat mich noch nie darauf angesprochen. Meine Mutter kommt nicht damit klar. Kommt nicht damit klar? Sie will mir einreden, dass ich nicht schwul bin. Mhm. Dass ich einfach erstmal herausfinden muss, dass ich überhaupt hetero bin. Mhm. Da habe ich gesagt, Mama, ich weiß, dass ich schwul bin. Mhm. Ich habe meine Liebe gefunden und ich bin so glücklich mit ihm. Und das kann mir keiner nehmen. Was machst denn du vom Beruf? Oder bist du noch Schüler? Nee, ich bin Ausbilder bei den Johannitern. Ausbilder bei den Johannitern? Ja. Gibt's denn da Schwierigkeiten auch? Nein, da sind mehrere geoutet und so. Danach habe ich mich auch gleich geoutet. So, also, Steffen, jetzt musst du, glaube ich, offensiv sein. Ich würde mich da nicht zur Sau machen lassen von den Typen. Ich finde, du sollst aus der Feuerwehr raus. Ich finde, du musst deinem Vater schleunig sagen, was los ist. Ja. Finde ich. Und das Dritte ist eigentlich, es ist immer gut, wenn man in so was hineingeraten ist und man lebt in der Provinz, dass man aus dem Ort weggeht in eine größere Stadt. Wenn das irgendwie möglich ist. Ja, also... Weil das muss man sich nicht antun. Man muss nicht mit diesen Biedermännern sich abgeben. Also ausziehen oder wegziehen von meinem kleinen Örtchen, werde ich sowieso. Also steht für mich klar, dass ich mit meinem Freund zusammenziehe. Wir sind jetzt schon knapp 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und wir haben uns jetzt gesagt, es ist an der Zeit, dass wir einfach mal zusammenziehen. Mhm. Der wohnt in Hannover? Er wohnt in Hannover, ja. Und in Hannover bin ich auch geoutet, da habe ich auch kein Problem mit. Weil der mich kennenlernt, dem erzähle ich, ja, ich bin cool, damit basta. Wer damit ein Problem hat, der soll sich gerne, auf gut Deutsch gesagt, verpissen. Aber ich gebe dir noch mal den guten Rat, mach auch klar Schiff zu Hause, bei deinen Eltern, bei dem Vater vor allen Dingen. Nee, ich habe Angst davor. Was kann passieren? Was kann passieren, dass er dich verstößt? Mein Vater ist im Ortsrat, im Stadtrat, er ist stellvertretender Bürgermeister. Muss er denn aushalten? Muss er durch? Jetzt ist es ja es ist ja eh in der Öffentlichkeit durch den Feuerwehrmann. Und dann ist es immer noch besser, wenn du mal auch persönlich mit ihm sprichst, als wenn er das von hinten irgendwie herangetragen bekommt. Ja, klar, aber ich traue mich nicht. Ich hatte noch nie so ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich war mehr so ein Mama-Kind. Dann schreib ihm zumindest einen Brief, mach irgendwas, äußer dich. Das ist für dich, für dein eigenes Gefühl, sage ich dir, ist es gut, wenn es auch mit Angst einhergeht, das zu machen, aber letztendlich wirst du dich wohlfühlen. Ich habe so eine Broschüre, und zwar so eine Schwulenbroschüre, wo mein Kind ist anders. Und da habe ich mir auch überlegt, da hat ein Kind seinen Eltern geschrieben, dass er schwul ist. Auch wirklich in einem super langen Brief und wunderschön geschrieben. Und der ist dann kurz vorher in Urlaub gefahren und hat den Brief dann erst abgeschickt. Leider steht da nicht drin, was jetzt daraus geworden ist. Ich will mich so gut es geht an diesem Brief halten. Das einfach nur an meinen Vater gerichtet, weil meine Mutter versteht mich sowieso nicht. Sie will meinen Freund auch nicht kennenlernen. Du musst natürlich damit rechnen, dass vielleicht auf die nächsten Jahre die Eltern den Kontakt... Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch einen Bruder. Ja, und der ist hetero. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Du musst natürlich damit rechnen, dass die dich erstmal vielleicht verstoßen. Kann sein. Schlimm genug. Aber das ist dann dein Weg. Und... lieber verstoßen werden auf der Basis, dass man ehrlich lebt, als wenn man irgendwie sich versteckt. Und aber da bist du ja schon auf einem guten Weg, merke ich ja. Ja. Lieber Steffen, mach das mal so. Und dann wünsche ich dir auch einen guten Start, wenn du dann in eine größere Stadt nach Hannover gehst und dieses ganze kleinkarierte Gedriss da hinter dir lässt. Ja, das diese ist halt, Anschauungen. Das ist halt Provinzleben, ne? Und ich arbeite ja auch schon ehrenamtlich in einem schwul-lesbischen Infoladen in Hannover für Jugendliche. Und ich finde es sehr wichtig, auch die Leute auf der Straße so anzusprechen, dass man halt sagt, halt stopp, homosexuell ist keine Krankheit, homosexuell ist normal. Ihr sollt lieben. Sollte sich mittlerweile umgesprochen haben, ne? Aber leider immer noch nicht richtig. Nein, leider nicht richtig. Ich werde in der Bahn angesprochen, wenn mein Freund mich anruft, klar, dann gibt es am Telefon ein Küsschen, ich hab dich lieb, ich liebe dich, wie auch immer. Ja. Und dann wird man so blöd angeschaut von der Seite und... Musst du einfach eine Weile durch und dann irgendwann wird das dann auch Konter. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Konter gebe, aber... Okay, Stefan. Da bin ich in der Ecke. Ja, du gehst jetzt deinen Weg, das habe ich ja schon gemerkt. Das wird noch ein bisschen schwierig werden, aber ich wünsche alles Gute dafür.
Und Dankeschön. Mach dir nicht den Kopf, wie gesagt, die Schuldigen sind die anderen, nicht du. Gut. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, hier ist Nicole und Nicole ist 23. Hallo Nicole. Ja, hallo. Ja. Auch zu unserem Thema, ich habe mein Gesicht verloren. Jetzt ja, richtig. Bitte den Fernseher und das Radio ganz leise stellen. Ja, so. Warten. Gut. Nicole, inwiefern dein Gesicht verloren? Stellst du mal den Fernseher und das Radio ganz leise? Ich höre immer ja. Den Hall noch. So, können wir anfangen? Ja. Okay, also inwiefern hast du dich... Und zwar habe ich einen Autoführerschein und ich bin da mit meiner besten Freundin Tanja Auto gefahren. Ja, mit dem... Ja. Und mir fällt das jetzt schwer zu reden. Mhm. Und ich habe da mein ganzes Gesicht verbrannt und ich habe 4 Operationen hinter mir. Also ihr hattet, einen Unfall? Ja, richtig. Du bist gefahren? Ja. Du hast den Unfall verschuldet? Ja. Was war das für ein Unfall? Was ist da passiert? Ich bin richtig im Baum gefahren. Ja, überhöhte Geschwindigkeit? Ja, richtig. Mhm. Auf einer Landstraße? Ja, richtig. Ja. Und ich hebe mich auf der Straße und ich habe 2 Kinder und kriege auch von meiner besten Freundin Nicole Unterstützung. Mhm. Nur ich wollte von meiner Freundin Tanja. Mhm. Jetzt erzähl nochmal, es kam dann zu diesem sehr schweren Unfall. Ja, richtig. Dabei ist mir ein bisschen schwer zu reden. Mhm. Dabei ist das, was ist genau mit dem Gesicht passiert? Ja, und zwar ist das so passiert, dass mein ganzes Gesicht, auf Deutsch, soll ich sagen jetzt, die ganze Haut, die kann man gar nicht mehr retten. Mhm. Durch Verbrennungen? Wegen dem Autounfall. Habe ich verstanden. Gab es Verbrennungen? Ja. Mhm. Mhm. Und, das Problem ist, ich traue mich noch nicht mal so draußen in der Stadt zu gehen, weil da sind auch kleine Kinder oder Jugendliche, die mich auch manchmal sagen, guck mal, wie die aussieht, Hänsel. Mhm. Und ich habe meine beste Freundin, die bringt meine Kinder in der Schule. Die beste Freundin, die saß ja mit im Auto. Ja, ja, ist aber nichts passiert. Die ist jetzt nichts passiert. Wie lange hast du denn mit diesen Verletzungen im Krankenhaus gelegen? 4 Monate. 4 Monate. War ausschließlich das Gesicht betroffen oder auch noch... nur das Gesicht. Also schwerste Verbrennungen im Gesicht? Ja. Richtig. Auch Verletzungen im Gesicht? Auch Brüche oder sowas? Ja. Mhm. Nur ich wollte mir, um ehrlich zu sein, das Leben wegnehmen. Mhm. Wie lange liegt das zurück jetzt? 2004 ist jetzt. Also voriges Jahr ist das passiert? Ja, richtig. Mhm. Kann man denn... so nachträglich da noch was nochmal operieren und das habe ich schon. Da ist so viel, das ist so laut bei dir, was ist da los im Zimmer? Hallo? Ja, nee, das ist nicht laut. Achso, ich höre da immer irgendwelche Geräusche, ich denke. Nee. Aber da kann man doch sicher, kann man da nochmal nachoperieren und das mit plastischer Chirurgie etwas verbessern? Nee, da kann man nichts mehr machen. Mhm. Nichts mehr gegen tun. Mhm. Sag mal, Nicole, irgendwas stimmt da mit unserer Technik nicht. Jetzt höre ich schon wieder so ein Hintergrundgeräusch. Wir legen mal auf und rufen dich gleich nochmal neu an. Ja? Dann haben wir eine sauberere Leitung. Irgendwie klingt das ein bisschen komisch. Ja? Ja? Okay, so machen wir es mal. Jetzt ist die Petra bei mir. Petra ist 39 Jahre alt. Hallo Petra. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ja, ja, mein Problem ist, ich habe eine Schuppenflechte im Gesicht und das schon so lange, wie ich denken kann. Mhm. Und das ist so schlimm. Hast du die ausschließlich im Gesicht? Ich habe die nur im Gesicht, nur im Gesicht, dann nur ist das gut. Das heißt, betroffen sind die Nase, rund um die Nase, ja. Das Kinn und die Stirn. Mhm. Schuppenflechte, erklär mir nochmal. Das sind so wirklich, so wie der Name auch schon sagt, so ganz dicke, unangenehm aussehende Hautverschuppungen.
Ja, ganz genau. Ne? Ganz wo man denkt, wenn man so einen Menschen sieht, oh Gott, was ist denn mit dem los? Und das sieht ja eklig aus. Ne? Ja, und die meisten Menschen empfinden das als eklig. Genau, ja. Und ich war Kassiererin in einem riesengroßen Supermarkt. Ja. Und dann habe ich mich also, wenn ich diese Schübe hatte, total unwohl gefühlt. Ich habe gedacht, die Leute gucken mich alle an. Aber alle Achtung, dass dich überhaupt der Supermarkt an die Kasse hat gelassen mit der Erkrankung. Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch gehabt, da habe ich gerade keinen Schub gehabt. Achso, das ist nicht permanent so. Nein, ist nicht permanent so, es sind halt so Schübe. Aber wenn die Schübe da sind, dann ist es wirklich ganz, ganz extrem. Ja. So wie jetzt zur Zeit. Ja, jetzt habe ich also total alles rot, um die Nase rum, das Kinn ist wie Blut unterlaufen, die Stirn, also da habe ich noch meinen Pony drüber, aber alles andere ist also wirklich ganz schrecklich. Also ich gehe dann auch nicht einkaufen, ich schicke dann meine Kinder zum Einkaufen, ich gehe nicht raus, warte dann, bis das vorbei ist. Wie lange hält das an, so ein Schub? Ja, diesen Schub, also jetzt habe ich schon eine Woche. Eine Woche. Und wie lange dauert das in der Regel? Ja, in der Regel ist es halt so, ein bis zwei Wochen. Mhm. Und wie lange hast du dann wieder Ruhe? Das ist ganz unterschiedlich, mal 2 bis 3 Tage. Ach so, oft wiederkehrend. Ja. Lass uns mal auf den Supermarkt und die Tätigkeit als Kassiererin zurückkommen. Ja. Wie lange haben die dich dann geduldet an der Kasse? Die haben mich geduldet, die haben immer alles so getan, als wenn nichts wäre. Ach so. Meine Arbeitskollegen, ich habe mich eigentlich sehr gut mit denen verstanden, sehr gut sogar. Ja. Und dann, die haben das auch gesehen und ich habe dann auch immer gesagt, ich schäme mich jetzt wieder so, an die Kasse zu gehen. Mhm. Am liebsten würde ich nach Hause gehen, am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Aber immerhin hat er Kompliment an den Arbeitgeber, dass er dann sich so korrekt verhalten hat. Aber du hast dich persönlich geschämt, auch vor den Kunden, ne? Ja, ja. Permanent und ganz, ganz extrem. Also ich konnte zum Teil den Kunden überhaupt nicht in die Augen gucken, ne? Ja, ich glaube, dass so im ersten Moment denken auch die Leute, oh Gott, das ist vielleicht eine ansteckende Erkrankung und hier hat man mit Lebensmitteln zu tun. Ja, ne, kann da nicht irgendwas passieren? Aber das ist gar keine ansteckende Erkrankung, ne? Nein, das ist nicht ansteckend. Nee, man kann es auch anfassen und es passiert einem gar nichts. Nein, ne? Nein. Ja, jedenfalls, ich konnte dann halt nicht mehr von mir aus nicht mehr an der Kasse arbeiten, weil ich mich so geschämt habe und den Leuten nicht mehr ins Gesicht gucken konnte. Hab dann gekündigt, weil ich habe mich so geschämt. Und jetzt habe ich halt ich bin schon lange auf der Suche nach einem Job, wo ich ganz alleine bin. Also am liebsten irgendwo unter der Erde, aber das geht natürlich nicht. Ich habe jetzt einen Minijob. Da bin ich jetzt im Kindergarten, putze ich jetzt. Ja. Da bin ich ganz alleine, habe einen Schlüssel. Ja. Ja, gehe um 5 Uhr, wenn der Kindergarten zumacht, gehe ich den putzen. Ja. Hab einen Schlüssel, bin ganz alleine, mach das 3 Stunden und da bin ich glücklich. Ne? Da sieht mich keiner. Aber das heißt so, du hast auch Scham, auf die Straße zu gehen, einkaufen zu gehen, dich mit Freundinnen zu treffen? Nee, mit Freundinnen zu treffen. Das ist okay, weil die kennen dich und das ist auch. Genau. Aber so, ins normale Leben zu gehen. Wenn der Schub da ist, kapselst du dich eher weg und willst zu Hause bleiben dann. Ja, absolut. Du hast gesagt, du hast Kinder. Ja. Ja, auch ein Mann oder bist du alleinerziehend? Nee, ich habe einen Mann. Ja. Also ich habe eine leibliche Tochter. Ja. Und 3 Stiefkinder. Ah ja, du hast aber zu tun. Ja. Ja. Und dein Mann, wie geht der damit um? Mein Mann, der tut auch immer so, als wenn überhaupt nichts wäre. Der sagt immer so, da ist doch gar nichts. Und dann sage ich mir, guck mal mein Gesicht an, wie das aussieht. Und er sagt dann, der winkt dann ab, ne? Der sagt dann, da ist doch gar nichts. Und glaubst du ihm das? So, ne? Er sagt halt so, ich liebe dich so, wie du bist. Ja. Glaubst du ihm das? Nein. Nein, das glaube ich ihm nicht. Ist er zärtlich zu dir, wenn du einen Schub hast? Streichelt er schon mal? Das schon. Und er streichelt dich auch über die Wangen, wenn da die Schuppenflechte ist. Ja. Das ist ja schon ein Beweis, dass er es wirklich ernst meint, ne? Ja, doch. Aber ich kann das irgendwo trotzdem nicht glauben, ne? Vielleicht kannst du es auch gar nicht genießen in dem Moment, weil du dich trotzdem verkrampfst und dich schämst, ne? Auch wenn er dich streichelt. Genau. Kann ich nicht genießen. Absolut nicht. Nee, weil ich sehe ja auch, dass da was ist. Das sieht ja jeder. Ja? So, und er kann mir ja nicht sagen, da ist nichts,
obwohl da doch was ist, das sieht ja jeder. Natürlich, ne? Ja. Du bist 39 Jahre alt, ja, und sagst, dass du das schon dein ganzes Leben lang hast. Ja, das heißt, solange ich denken kann, ja. Das heißt, die ganze Kindheit, Schulzeit, Pubertät ist geprägt davon und das hat da dann auch sicher seine Spuren hinterlassen, ne? Ja. Ja. Auch so in Bezug auf Liebe und Jungs warst du dann wahrscheinlich auch eher gehemmt früher, ne? Ja, sehr. Mhm. Sehr, ja. Also es ist nicht so, dass ich früher keine Freunde hatte oder so. Ja. Es ist, muss ich dazu sagen, je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es. Mhm. Das auch mit den Ausbrüchen. Mhm. In der Jugendzeit war es nicht so schlimm. Ja, da war es nur ganz leicht gerötet. Ja, ja. Immer. Aber je älter ich wurde, desto schlimmer wurde das auch. Ne? Gibt es etwas, ich meine, das ist ja ein großes Thema, weil sehr viele Leute das betrifft, gibt es etwas deiner Auffassung nach, was dir zumindest zwischenzeitlich helfen kann? Eigentlich nicht. Also bin ich ganz ehrlich, nein. Also es ist eine Erkrankung, mit der muss man sich abfinden. Also so wie es bei mir aussieht, ja. Also ich habe Cortison jahrelang genommen und durch dieses, also das sind Salben gewesen und dadurch ist meine Haut also total dünn geworden und die Äderchen kamen dadurch noch mehr zum Vorschein. Die Haut ist aufgeplatzt und die macht alles noch schlimmer. Cortison macht alles noch schlimmer. Dann habe ich so eine UVA-Bestrahlung bekommen. Und das hat auch nichts geholfen. Wie ist das, wenn du, hast du schon mal Urlaub am Meer gemacht, im Mittelmeer? Ja, alles schon, ja. Und ist es dann ein bisschen besser? Nee, auch überhaupt nicht. Also bei mir jedenfalls nicht, nein. Das heißt, du hast jetzt für dich innerlich auch das akzeptiert? Habe ich leider, ja. Es geht nicht anders? Es geht nicht anders, nein. Ist das bei dieser Erkrankung so, dass die auch, wenn man Glück hat, so von heute auf morgen verschwindet, oder? Ja. Das auch? Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, jetzt zur Zeit einen ganz schlimmen Schub. Also sieht jetzt ganz, ganz schlimm aus. Das Problem dabei ist ja auch, ich gehe ja putzen, habe ich ja gesagt. Hast du im Kindergarten. Und das ist zwar gerade die Ecke hier rum bei uns, aber ich gehe noch nicht mal raus, ohne mir irgendwas drauf zu tun. Da traue ich mich nicht. Ja? Ich tue mir dann also Puder drauf. Um das ein bisschen zu kaschieren. Obwohl es kann. Genau. Und das Puder, irgendwann fängt das an abzubröckeln. Ja? Und sieht dann noch schlimmer aus. Sieht dann noch schlimmer aus. Dann wird das ganz weiß. Ne? Und das ist also ganz schrecklich. Egal was ich mache, es ist immer verkehrt. Ne? Aber ich finde, ich nichts drauf, ist es schlimm. Ja. Tue ich Puder drauf, ist es noch schlimmer. Ne? Ich finde, dass du dich freuen kannst, dass du einen Mann hast, der so toll damit umgeht. Ja. Und der offensichtlich, dem das offensichtlich ja wirklich nichts ausmacht, sonst wird er dich ja nicht anfassen. Ich glaub's ihm nicht. Also er sagt zwar immer und immer wieder, da ist doch gar nichts und der sieht das gar nicht, der winkt das ab, ne? Er sollte immer, vielleicht sagen, okay, da ist was, aber mir macht's nichts aus. Vielleicht glaubwürdiger. Ja. Also ich sag immer, wenn es so extrem ist wie jetzt, dann sage ich immer, guck mal mein Gesicht und ich heul dann auch, weil ich bin deprimiert, ich habe Depressionen, ganz schlimm. Deswegen, ich sag immer, guck doch mal mein Gesicht an, ich sehe aus wie ein Monster und der reagiert dann gar nicht, ne? Der sagt dann, ist doch nichts und geht weg. Und der hört mich gar nicht. Das macht mich verrückt. Ja. Und dann sage ich zu ihm, du siehst doch, dass da was ist. Aber du hast gerade das Stichwort gesagt, das macht mich ganz, zieht mich sehr runter, macht mich sehr depressiv. Möchtest du vielleicht auch noch ein paar Sätze und ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, gerne. Gut, dann machen wir das doch gleich. Ja, dann okay. Legst du auf und wir rufen dich wieder an. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Ja? Tschüss. Okay, mach weiter so. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Sandra, 25 Jahre alt. Hallo, Sandra. Hallo, Sandra. Hallo. Ja, guten Morgen. Morgen. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet, ich habe mein Gesicht verloren. Ja. Was ist passiert? Also, ich war eigentlich schon eine sehr starke Persönlichkeit. Ich habe auch in der Kindheit schon einiges durchgemacht. Mhm. Und da hat sich die Kraft nach und nach halt immer, also es war immer eine starke, wie gesagt, die Kraft innerlich hat sich immer verstärkt. Und mein Traum war damals und eigentlich heute noch eine Familie zu haben, meine kleine Familie zu haben. Mhm. Ich habe eine Tochter von 3 Jahren und habe jetzt noch einen kleinen Säugling von meinem Mann jetzt. Mhm. Nur das Problem ist, ihm rutscht öfters die Hand aus. Und ich glaube, ich habe auch von meinem 3-jährigen Kind, mein Gesicht verloren.
Weil er das gesehen hat, weil das Kind das gesehen hat. Ja. Wie oft rutscht, das klingt immer so lapidar, ihm rutscht die Hand aus. Wie oft hat er dich denn schon geschlagen? Wir sind jetzt ein paar Jahre zusammen und also regelmäßig eigentlich schon. Regelmäßig, ein paar Jahre schon. Ja. Also es kommt, kann man sagen, zumindest ein paar Mal im Monat. Einmal im Monat kommt es vor. Ja. Im Suff oder sogar? Nein. Nicht mal das. Mhm. Wegen was? Einfach nur wegen Kleinigkeiten? Also das schaukelt sich dann hoch. Also erstens Kleinigkeiten und danach schaukelt sich das dann hoch, weil ich muss auch sagen, ich bin halt so eine, die wo sich halt unterbuttern müsst in dem Sinne oder mir Vorwürfe machen lasst, die wo nicht stimmen. Also ich bin also es gibt dann schon Streit, so Worte fliegen hin und her und dann holt er aus und scheuert dir eine. Ja, ins oder geht mal an den Hals oder... Ja. Ja. Und das eben auch schon in Anwesenheit des Kindes, des dreijährigen Kindes. Ja. Wie hat das Kind reagiert? Das kriegt das kapiert mit ein dreijähriges Kind, versteht das doch auch schon, wenn das so schlimm ist. Ja. Hat das geweint oder? Ja, die schreit. Hat dein Partner dich schon so geschlagen, dass du auch schon mal zum Arzt musstest? Ja. Das auch? Ja. Was hattest du da für eine Verletzung? Dann war das Trommelfell durchgelegt. Oh. So auf das Ohr geschlagen. Hm. Oder Streben am Hals durch die Wirkung. Hm. Wie verhält er sich dann hinterher? Entschuldigt er sich oder geht er zur Tagesordnung über? Ja, beides. Hm. Also erst kommt er dann an, es tut mir doch so leid und, und dann, am nächsten Tag ist so, als wenn nichts wäre, aber... Hm. In der Situation... Wehrst du dich dann oder ziehst du dich ganz in dich zurück? Ich habe es gemacht, wie ich unser Kind ausgetragen habe. Da hat er dich auch geschlagen? Ja, da hat er sogar schon mit dem Messer vor mir gestanden. Hm. Und da habe ich eingesteckt, da habe ich nur eingesteckt, weil habe auch immer geguckt, dass ich den Bauch halt wegkriege, sodass er halt nicht an den Bauch kann, weil er wollte auch schon mal draufschlagen. Und habe ich halt immer geguckt, dass ich den Bauch wegmache und jetzt, wo halt... das Kleine da ist. Ja. Schlägst du da schon mal zurück? Oder ja, versuchst dich zu wehren auf jeden Fall? Ja, genau. Hör mal, Sandra, das sind doch keine Zustände. Das sind doch keine Zustände für weitere Zeit, für auf Dauer. Das ist doch furchtbar, das ist doch kein Leben. Wenn du schon sagst, ich habe das Gesicht von meinem kleinen Kind verloren. Und du selbst seit Jahren das einsteckst und der Typ sogar, wenn du schwanger bist, auf dich einschlägt und es in den Bauch sogar schlagen wird. Was ist denn das für ein Kerl, Mensch? Was ist das für ein Kerl? Ist das doch nicht wert, dass du mit dem zusammen bist? Das ist doch kein glückliches Leben, was du da führst. Das ist die Hölle. Vielleicht ist es auch einfach nur Gewohnheit. Ja, aber schlimm genug, wenn es Gewohnheit wird. Du bist so jung noch, bist 25, so darf das doch nicht das Leben weiterlaufen. Ich kann ja verstehen, wenn du früher den Traum hattest, ich will eine Familie haben, aber du stehst da nicht allein. Es gibt Hunderttausende von Familien, die nicht funktionieren und wo es auch traurigerweise so schlimme Sachen gibt, wie du sie gerade geschildert hast. Da muss man gehen, da müssen die Frauen dann auch gehen. Und es gibt heutzutage genügend Hilfsmöglichkeiten, dass das auch funktioniert und dass du nicht in der Luft hängst und dass du deine Kinder hast und so weiter und so weiter. Aber du darfst dich nicht von diesem Typ schlagen lassen. Der schlägt irgendwann die Kinder auch. Oder hat er das dreijährige Kind auch schon geschlagen? Ja, aber wer weiß. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es reicht alleine aus, was du mir gerade erzählt hast, um dir zu sagen, da musst du was verändern, Mann. Du wirkst ja auch ganz unglücklich, wie du mir das erzählst. Stimmt, ne? Ja. Sandra, die Sendung geht zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Aber ich möchte dich jetzt nicht allein lassen. Jetzt muss noch weiter gesprochen werden. Wir rufen dich gleich nochmal an. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Okay. Bis gleich. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute.
In der Technik war Matthias Neef. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, morgen eine freie Themennacht. Und Samstag ist Promi-Besuch angesagt hier bei uns, bei Domian. Und Stefan Raab wird mein Gast sein. Und ihr könnt Stefan Raab auch Fragen stellen, euch mit ihm unterhalten. Wenn ihr das gerne machen möchtet, dann mailt uns doch heute schon mal. Oder ab heute könnt ihr es machen, unter domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können und in die Sendung reinschalten können. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.